Hallo, am 9. Februar starten wir mit Belladonna unsere erste Leserunde im Zoofly Book Club. Aber davor sollten wir uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Welche Art von Leserin seid ihr? Seid ihr Nummer 1, die organisierte, die farblich passende Post-its, Notizzettel und das Bookjournal schon vorbereitet hat? Seid ihr Nummer 2, die Schnelle, die aus Versehen 100 Seiten mehr als geplant liest und in Woche 1 eigentlich auch schon mit dem Buch durch ist, aber uns zuliebe noch etwas wartet? Seid ihr Nummer 3, die Langsame, die eigentlich super motiviert ist zu starten, aber leider kommt die neue Staffel Heartstopper raus und das Handy und TikTok waren auch schon wieder ein bisschen zu verlockend? Seid ihr Nummer 4 die Kritikerin, die jedes Plothole findet, jede Wortwiederholung entdeckt und falsch gesetzte Kommata direkt markiert? Nummer 5 die Emotionale, die die Taschentücher natürlich direkt bereit liegen hat, mindestens einmal weint und sich oft genug auch über Dinge aufregt? Seid ihr Nummer 6 die Vorsichtige, die das Buch maximal im 30-Grad-Winkel liest, jegliches Essen und Getränke weit entfernt hinstellt und verliehen wird das Buch schon gar nicht, bevor der Buchrücken geknickt wird? Oder seid ihr im Gegenteil Nummer 7, die Abenteurerin, die von den Vorsichtigen auch häufig mal das Monster genannt wird? So ein geknicktes Buch lässt sich schließlich viel, viel besser lesen und wer braucht schon Lesezeichen, wenn man einfach Eselsohren machen kann? Oder Nummer 8, die Nachteule, die eigentlich nur noch eine einzige Seite lesen wollte und dann ist plötzlich 3 Uhr nachts und der Wecker klingelt in 3 Stunden und man geht mit Augenringen zur Arbeit. Oder doch Nummer 9, die Coverliebhaberin, die eigentlich nur wegen des schönen Farbschnitts und der wunderschönen Cover bei den Leserunden dabei ist. Oder Nummer 10, die Merch Queen, die eigentlich nur dieses eine Buch bestellen wollte, aber irgendwie landen bei jeder Bestellung noch Kerzen, Lesezeichen und schöne Stifte im Warenkorb. Ich zähle mich auf jeden Fall zu Nummer 6, die Vorsichtige, zu Nummer 8, die Nachteule und leider auch manchmal zu langsam, weil ich mich immer häufiger vom Handy ablenken lasse. Aber für die Leserunde wird es einfach weggelegt und nicht angefasst beim Lesen, versprochen. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, welche Nummer oder welche Nummern ihr seid und ich freue mich wahnsinnig, nächste Woche mit euch loszulesen und zu gucken, was davon sich bewahrheitet. Dann bis nächste Woche. Bye bye.